Ich arbeite mit der Wand, das Material, seit so lange, dass es für mich eigentlich offensichtlich ist, als Material, das so ein bisschen wie, als ob wir Maler Farben sind. Es gibt keine Identität ohne Architektur, das ist wichtig. Und die Wand ist vielleicht das ABC, ja, von Architektur. Und ich habe eigentlich in dieser Installation, was mich damals daran interessierte, war eben auch eine Geschichte von Architektur und Gender, ja. Die Küche zum Beispiel ist immer in dem hinteren Teil des Hauses gewesen. Wer saß in der Küche? Normalerweise die Frau. Und wer hat eigentlich über Architektur geschrieben? Also das waren immer Männer. Und wer hat überhaupt Architektur gebaut? Ich wollte schon aufmerksam drauf machen, aber ich wollte auch aufmerksam machen über eine bestimmte Theorie, die ich damals auch ein bisschen extrem empfunden habe. Daher auch diese Vignetten, ja, die natürlich sehr, sehr ernsthafte Aussagen mit Humor umgehen.